Knuckles, es gibt ein Upgrade für Knuckles, mit dem man unter Wasser unendlich lange atmen kann. Ohne das wird das jetzt extrem heftig. Das wird, ich sag's euch direkt, wundert euch nicht, falls ich hier vielleicht sterbe. Das ist wirklich extrem knapp mit der Luft. Da ist Luft. Luft! Luft! Danke. Ich brauche nochmal Luft. Gib mal Luft, danke. Das ist ein Switch. Ah, na ja, super. Der hat's ja gebracht jetzt. Luft, danke. Jetzt müssen wir den Zeitstopp betätigen. Zeitstopp betätigen, damit wir hier durch können. Bevor die Zeit abläuft. Also, bevor die Strömung wieder aktiv wird. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Danke. Willst du mich verarschen, Spiel? Luft, 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 Luft. Also, ohne Witz, das zählt nicht. Das zählt einfach nicht. Ich habe keine Ringe mehr. Da gib mal so einen Ring. Danke. Mehr Luft. 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 Nein! Wieso? Ich stelle mich automatisch auf den Boden, wenn ich Luft will, oder was? Danke, ich habe Luft bekommen. Jetzt nehmen wir den Zeitstopp mit. Alter! Ich habe doch den Zeitstopp gerade berührt, oder? Okay, nochmal. Also ich bin der Meinung, ich habe den Zeitstopp gerade berührt. Dann kann man ihm. Und ich hatte doch auch einen Ring, oder? Ich hab mir doch einen Ring geholt, bevor ich mir Luft geholt habe. Okay. Dann gehen wir jetzt da hoch. Oh, den habe ich ganz vergessen. Verdammt! Ah! Die Mongos umzubringen ist richtig bescheiden. Wenn man von den Attacken von denen ständig getroffen wird. Hier müssen wir, glaube ich, lang. Genau. Und hier runter. Und da hoch. Da haben wir gerade wieder den Roboter gesehen. Tür offen. Ja, komm, aber diesmal möchte ich das bitte packen. Was soll denn das? Ja, was ist das eigentlich überhaupt für ein dummes Feature, dass man automatisch sich auf den Boden stellt, wenn man, wenn man so ein Luftding ins, nimmt. So eine Luftblase. Es ist total bescheiden. Ja, Glückwunsch, dass du einen Schalter gefunden hast. So, schaut mal, ich nehme das Ding. Ich nehme das Ding. Und, hallo? Ich habe gesagt, ich nehme das Ding. Ich nehme das Ding. Hab ich gesagt. Und der geht automatisch ein Stück nach unten. Das ist total, total bescheuert. Hallo? Was will das Vieh von mir? Ey, sag mal, kann ich das jetzt gar nicht mehr umbringen oder was? Ah, okay. Gib mal Luft. Danke. Gibt's irgendwo auch Ringe? Ja, da drin hat's. Hier hinten hat's auch, glaube ich, Ringe. Ja, ich brauche nämlich wirklich ganz wichtig Ringe hier. Gib mal nochmal Luft. Ey! Der fällt echt ein Stück nach unten, wenn ich Luft nehme. Danke. Das ist echt sackknapp mit dieser Röhre. Also ich hoffe mal, dass ich das jetzt schaffe. Komm, ja, Knuckles, renn, 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 renn. Renn! So, Luft, 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 Luft. Danke. Okay, jetzt haben wir noch Ringe übrig. Ich kann diesen Zeitschalter betätigen. Bitte. Bitte. Danke. Ah. Das Spiel will mich doch verarschen. Luft, 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 Luft. Danke. Mit diesem Zeitschalter ist richtig heftig. Es ist wirklich extrem heftig. An dieser Stelle. Da lang. Na. Na, Mann. Wieder Luft holen. Luft holen. Luft holen, Luft holen, Luft holen, Luft holen. Knuckles! Was machst du? Gib den Schalter. Jetzt lass mich hier diesen Schalter erwischen, bitte. Nein! Das geht nicht richtig. Das ist. Wie knapper soll ich denn das noch machen? Na, Luft. Luft, Luft, Luft.
Danke, ich habe keinen Schaden genommen. Nochmal. Und genau. Genau diesen. Ah, Luft. Wieso fällt er da runter? Ich habe doch nur Luft eingeatmet. Da müsste man nach oben fliegen, wenn man leichter wird, wenn man wieder Luft einatmet. Rein vom logischen Aspekt her. So, jetzt lass mich hier durch. Zu diesem zweiten... Oh mein Gott! Wie soll ich denn das machen? Gib mal Ring. Danke. Luft. Luft, habe ich gesagt. Danke. Nochmal. Das geht nicht. Das geht einfach nicht anständig. Das kann ich vergessen. Kann man in die Tonne kloppen, diesen Mist. Mach hinne! Hinne, 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 hinne! Es ist... Ach. Wenn ich das mal so sagen darf, diese Stelle ist... extrem unfair. Ich darf mich auch nicht mehr treffen lassen, sonst bin ich tot. Schwimmen! Schwimmen! Renn, 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 renn! Diesen Schalter! Danke! Ring! Gib mir einen Ring! Lass mich da durch! Da durch! Puh. Da ist der Schalter. Drücken. Danke. Danke. Was passiert jetzt? Gut. Ich habe noch gedacht, ich bin jetzt krepiert noch. Ich hätte vielleicht den Zeitstopp drücken sollen, aber... Ja, okay. Da hätte ich ihn tatsächlich... Na, danke. Ja, immerhin ist das Spiel so fair und lässt mir die Score-Punkte, die ich hier hatte. Sag mal, trifft er mich immer oder wie? Krepier. Den hier müssen wir ohne Doppelsprung-Bug lösen. Danke. Jetzt ist diese Tür offen. Ne, können wir drüber... Benutzen wir am besten die Attacke, denn der Verfolgungsattacke bringt hier nicht viel. Und Zeitstopp. Ah, ich hätte das goldene Vieh vielleicht erwischen sollen. Aber, naja, hat mich wohl dagegen entschieden. Hier müssen wir mit einem Zeitstopp hoch. Durch, meine ich. Das machen wir mit dem hier. Und rutschen hier hinunter. Hier müssen wir einfach nur so drüber. Und jetzt ist das Level so gut wie geschafft, soweit ich mich erinnere. Soweit ich mich erinnere, wohlbemerkt. Ringe! Gib mir Ringe, gib mir Ringe, gib mir Ringe, gib mir Ringe. Gib mir Ringe, 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 Ringe. Da, danke. Ja, rutsch um noch mehr Ecken im Spiel. Ringe. Danke sehr. Yes. Gold Ring. Wir haben das Level beendet. Das längste Level des Spiels. Rank E. Wer hätte es gedacht? Wie auch immer, ich bin froh, dass ich es hinter mir habe. Knuckles Part ist echt gemein. Also, die anderen gingen eigentlich, aber Knuckles meine ich. Ja. Ja. Ciao, World! Hurra! Mongoloida, ciao! Mit Gorilla-Ohren. Kommt schon. Brrr. Ganz viele Röhren zum Lutschen. Om nom nom. Du da... Ja, du sollst nicht immer pennen, wenn ich zu dir in die Ciao-Welt komme. So, nimm mal hier in den Mund. Lutsch an dem und an dem. Und, ja, aber ihr seht, der hat schon ein paar Level dazu bekommen. Der ist jetzt nicht mehr so eine totaler Volltrottelschau, sondern der hat schon, Fliegen Level 8. Der kann schon so ein klein bisschen fliegen. Kürbisköpfe blickt da wahrscheinlich immer noch nicht, dass er die anziehen kann. Ich meine, man musste den Chaos irgendwelche Tiere geben, damit die schlauer werden. Oder damit die mal auf die Idee kommen, den... Nicht pennen! Ey, wach auf! So.
Da, lutsch dran. Tschüss. Und als nächstes widmen wir uns wieder der Story. Ark, verlassenes Labor. Einschlag in 19 Minuten 50 Sekunden. Gotta stop whining. Everyone's trying their best to help out, and so must I. Shadow, we need you. Please help us. It's all going according to plan. There's no reason for me to help them. Besides, there's no way to save anyone. There has to be. I know that people fight over the most trivial things. Some people may be selfish, like the professor said. But they're basically good if they try their best and never give up on their wishes. They always have a reason to be happy. That's why you should help them out. Saving them is a good thing. Shadow, I beg you, please do it for them. Give them a chance. Shadow, I beg of you, please, do it for me. Der hat Amy doch gar nichts versprochen. Na egal. Ark im Kern. Einschlag 15 Minuten 27 Sekunden. Was ist denn das? What the fuck? Sieht aus wie ein riesiges, komisches, monströses, maschinäres Herz. Hört sich auch so an. Gut. Okay. Ja, aber es war irgendwie klar, dass in dem Riesenfeld irgendwie ein Boss kommen muss. Prototype of the ultimate life form that was supposed to be encapsulated? Leave this one to me. Wie kommt Shadow jetzt plötzlich hierher? Shadow, what are you doing? I'll take care of this while you run to get the Chaos Emerald. Okay. Das heißt, wir zocken jetzt Shadow und besiegen den Boss, oder was? Jo, sieht wohl so aus. The Bio-Lizard. Ja, ich kenne den Namen noch. The Prototype of the Ultimate Life. Der Prototyp des ultimativen Lebens. Also der Prototyp von Shadow quasi. Er kämpft jetzt gegen seinen Prototyp. Nur ist Shadow viel kleiner. Ganz viel kleiner. Komm schon, ich sollte nicht zu viele Ringe verschwenden. Okay. Ich glaube, ich erinnere mich, was ich tun musste. Hier entlang grinden, hüpfen. Tsch. Okay. Treffer Nummer 1. Die Musik ist geil. Komm schon.